Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2, liebe Leute. Genau, und wir sind hier in dem Speicherraum beim letzten Mal. Haben wir die Folge beendet mit unserer geilen Plasmakanone. Schau dich das an. Und genau, wir waren hier in dieser Krankenstation, haben uns hier umgeschaut. Und ja, wir sind in einer Forschungseinrichtung, hier ist alles verlassen. Die Leute hier, die sind übelst verendet. Schaut euch das an. Und ja, wir haben beim letzten Mal gelesen, dass der Kirk mittlerweile ganz schön nachdenklich ist, ob das so richtig war, was der da versucht hat, ne, mit der dritten Energie. Und genau, wartet mal, Leute. Ich hätte gerne die Karte. Aber wo war denn jetzt hier der Shortcut dafür? Ah, da, okay. Genau, Leute, wir sind da. Wir sind in einer Militäreinrichtung. Ihr seht, viel kleiner das Gebäude. Und genau, dann müssen wir eigentlich wieder raus hier. So, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Militäreinrichtung Korridor. Und was passiert jetzt? Oh! Oh! Da sind blaue Raptoren! Oh mein Gott! Oh, scheiße! Oh, Leute, habt ihr es gesehen? Das sind blaue Raptoren hier! Oh mein Gott, Leute. Da habt ihr mal gesehen, wie viel Schaden die auch machen, ne? Tschüss, 7000 Punkte. Oh mein Gott. Oh, was war das? Das war schon ein geiler Start in die Folge, muss ich sagen. Ja, direkt die blauen Raptoren. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wo die herkamen. Ne? Das ist irgendwie... keine Ahnung, wo die herkommen. Beim letzten Mal habe ich darauf gewartet, dass die kommen. Jetzt kommen die mir hier... ja... als Begrüßung quasi zur neuen Folge. Ja, toll. Habe ich natürlich Schaden gekriegt, aber wir haben 14.000 Punkte. Schon ordentlich. Ist schon ordentlich. So, hier kommen auch noch welche, glaube ich. Genau, hier kommen wieder normale. Genau, Leute, hier kommen wieder normale. Ich habe auch mittlerweile eine Taktik gefunden, wie wir das jetzt hier besser machen können mit den Dinos. Wir wechseln einfach das Bild. Schau ich das an, dann kommen die wieder. Ach, du... Penner, geh raus, Dylan. Komm, ich will ohne Schaden dadurch. So. Ah, genau. Sind jetzt hier wieder welche? Nein. Okay. Geh wieder rein. Ich will die ohne Schaden machen, Mensch. Ich glaube, wir müssen einfach hin und her laufen, kann das sein? So, da sind wieder welche. Also seht ihr das, Leute? Manche sind grün. Manche Raptoren. Das ist interessant. So, wo sind sie? Da! Ach, da hat sich schon wieder einer gekriegt hier. Da hat sich schon wieder einer gekriegt. Ja gut, das ist mir jetzt zu blöd, muss ich sagen. Dann hier. Ach, komm. So. Genau. Dann mache ich einfach so viele Dinos wie möglich platt hier. So, da kommt noch einer, ein grüner. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben ein bisschen das Gebäude hier erkundet. Und jetzt sind sie alle weg. Dann müssen wir wieder an dem T-Rex da vorbei, ne? Draußen läuft ein T-Rex rum, Leute. Oh mein Gott, tatsächlich. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Oh. Ah, da ist die Tür. Da ist die Tür. Geh da rein. Boah. Ach du Scheiße, ey. Hardware-Lager, Leute. Hardware. So, was haben wir hier? Irgendwelche Rechner, ne? Es ist ein großer Computer, der Daten über die Leute in der Stadt enthält. Da ist so ein blaues Ding. Was ist das? Es ist eine Steuereinheit für die Tür. Sie wird gegen die Eindringlinge benutzt. Aha. Das blaue Licht leuchtet. Für die Bedienung wird ein Schlüssel benötigt. Wir haben einen Schlüssel, aber das Ding ist ja offen. Also, wir können rein hier. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Warte mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da in dem Bereich. Okay. Also diese Militäreinrichtung hat nur 6 Räume. Wie gesagt, viel kleiner als im ersten Teil. So, Leute. Im Regal stehen viele unbenutzte Computer. Okay. Was ist hier? Nicht benötigte Materialien und Versorgungsgüter sind in die Boxen geworfen worden. Okay. Nichts Interessantes. Also, aber hier ist was Interessantes. Letzte Vorbereitung.
Alle Instrumente und Materialien werden morgen in die Forschungseinrichtung gebracht. Im nächsten Monat wird ein extensives Experiment im Zusammenhang mit dem Zeittor erfolgen. Ui, okay. Es gibt nicht genügend Computer, um die Daten zu speichern. Wir brauchen alle verfügbaren Computer. Das Projekt zur Reparatur des Zeittors ist in eine Sackgasse geraten. Wir hoffen sehr, dass uns das Experiment wieder auf den richtigen Kurs bringt. Okay, die haben also versucht, hierhin zu entkommen. Okay. Gebt heute alle Schlüssel der Forschungseinrichtung bei Leutnant Wolf vom Transportteam ab. Die Schlüsselkarten werden in eine Kiste an der Wand dieses Raums aufbewahrt. Circa 250 Leute wurden im letzten Monat in die Wohnbereiche von Edward City gebracht. Oh, das sind ganz schön viele. Nun liegt es an uns, das Zeittor wieder zu öffnen. Ja, die haben es versucht, aber haben es nicht geschafft, leider. Ja, das ist natürlich schade. So, was haben wir hier? Oh, da ist was Rotes. Was ist denn das da? Was ist denn das? Das ist auch so ein Schlüssel, ne? In dieser Box scheinen wichtige Materialien gelagert zu werden. Ein rotes Licht leuchtet. Zum Öffnen brauchst du einen Schlüssel. Ja, wir haben einen Schlüssel. Wir haben ja das Objekt hier. Schlüssel. So, steck ihn rein. Den Schlüssel. Nicht deinen. Egal. Egal. So, wir haben eine ID-Karte Forschungseinrichtung. Gut. Oh nein. Ja, aber warum kann der den Schlüssel dann reintun? Ihr seid mir auch welche, ey. Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Oh, man. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Hast du wieder deine Machete zu hart geschwungen, Dylan? Oh Mann, Leute. Und? Ja, wir spielen Regina. Jetzt. Sehr schön. Die kennen wir doch noch aus dem ersten Teil. Oh, das geht ein bisschen langsam hier. Gut, Leute. Wow, geile Mucke auch. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Missionsdaten. Befreie Dylan aus der Militärausrüstung. Alles klar, liebe Leute. Wir sind Regina. Und ja, ist da, okay. Das heißt, wir können jetzt mit Regina unten rum. Quasi. Genau, wir können unten rum. Und wir können jetzt theoretisch auch... Ah, nee, da können wir noch nicht hin. Zeige ich euch. Besonderheit bei Regina ist, sie hat halt hier ihren... Das ist der Elektroschocker. Und sie hat eine stinknormale Knarre. Das ist genau wie im ersten Teil hier. Okay. Alles klar. Und die Mucke geht hier wieder ab. So, Leute, alles klar. Dann gucken wir uns das mal an hier. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Dino Crisis 2. Und genau, hier sind Kisten. Da kann ich nicht hin. Was ist da hinten mit? Genau, auf diese Container könnten wir theoretisch, aber was sollen wir da? Hier, das könnten wir theoretisch aufmachen. Können wir doch rein? Da können wir rein. Doch, Trägerplatz. Okay. Ach, das ist nur der Bereich, wo wir angefangen haben. Und jetzt seht ihr auch das aus der ersten Cutscene. Regina kriegt das nicht auf. Das kriegt tatsächlich nur Dylan auf. Die Tür ist mit Eva überwuchert. Nimm Dylans Machete. Ja. Ah, die Mucke geht ja ganz schön ab, muss ich sagen. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und, ja, wie gesagt, freue ich mich, dass wir wieder hier dabei seid. Das lohnt sich wirklich, dran zu bleiben. Weil wir das... Der Part hier, der wird jetzt ein bisschen Action geladen. So, dann macht das Ding auf hier. Bzzzt. So. Genau. Doc, Hängebrücke. Wir sind in einer Hängebrücke.
Oh mein Gott! Kompis! Was? 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 Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Ah, cool! Allosaurus. Oha. Okay. Noch so ein Riese. Bedeutung seltsame Eidechse. Länge 8,5 Meter, Höhe 3 Meter. Beobachtungsbericht. Jeder, der auf diese mächtigen Dinosaurier trifft, ist überwältigt. Sie sind über 8 Meter groß und können mit Leichtigkeit über Hindernisse mit bis zu 2 Metern springen. Ach du Scheiße. T-Rex sind klein oder was? Keine Beute entkommt ihnen. Dieser Dinosaurier wird da eine Menge Eins einjagen. Danke. Danke, mach mir nur Wutspiel. Ihre Beute beschränkt sich nicht nur auf Pflanzenfresser, sie fressen auch kleine Fleischfresser. Aha. Du solltest dich vor dem Allosaurus in Gegenden in Acht nehmen, wo es Raptoren gibt. Also hier. Der Allosaurus ist auch bei der Jagd in Herden beobachtet worden. Wir gehen davon aus, dass es viele davon gibt. Oh nein. Kampfhinweise. Sie positionieren sich immer so, dass sie den Angreifer anschauen. Wahrscheinlich, weil ihr Kopf so stark gepanzert ist. Ein Schuss auf den Kopf ist ineffektiv und verletzt sie kaum. Danke für den Tipp, also immer in die Seite. Es ist schlauer, sich auf ihre Seite zu bringen, genau, und seitlich in den Bauch zu zielen. Sie sind jedoch sehr schnell und es wird schwierig sein, sie seitlich zu erwischen. Falls dies nicht möglich ist, benötigst du eine Waffe mit hoher Feuerkraft. Mit hoher Feuerkraft, aha. Da bin ich mal gespannt, was es hier noch so gibt. Danke, Leute. Ein Teil des Halses wurde herausgerissen. Ach du Scheiße, ey. Scheint, dass kleine Dinosaurier ein paar Teile des Unterkörpers zum Mittagessen verzehrt haben. Nett. Nette Kompis. So, und warum bebt jetzt hier die Erde? Wow, schau mal da unten. Oh, da ist ein T-Rex. Der scheiß T-Rex ist da. Der tippelt da unten einfach so her. Oh ja, tschüss. Du siehst mich nicht, ja? So, dann kommen wir hier durch. Genau. So. Jetzt sind wir nämlich auf der Südroute, Leute. Junge Südroute. Das heißt, wir kriegen jetzt hier wieder jede Menge Dinos. Genau. Schau euch die Pistole an. Die ist einfach scheiße, die Pistole. Aber... ein Konter, ja? Okay. Okay. Ich muss hier einfach immer hin und her laufen. Weil die kommen ja dann gerne, ne? So, und mach weiter. So. Ach, die Kombo ist schon wieder weg. Verdammt nochmal. Da kommen jetzt wieder welche. Da kommen wieder welche. Ah. So ein Mist, die Kombo, die geht immer so schnell weg, ne? Ja, die Kombo geht immer so schnell weg. Aber Hauptsache ist halt, dass ich keinen Schaden kriege hier. Ah! Ah! Ah, drei Stück! Ah, verdammt, drei Stück, ey. Wow! Das sind viele! Oh! Mann, Leute. Hab ich hier Schaden gekriegt hier. Das ist halt das Geile, dass man mit der Pistole auch hier laufen kann. So. Weg mit dem. Hey, nicht wieder aufstehen. So. Kommen jetzt hier noch mehr? Ja, da kommen noch mehr. Ach du Scheiße. Oh Gottes Willen. So kann man wenigstens den Schaden hier wieder ausgleichen. So. Mit einer hohen Kombo. Aber die Säcke, die haben mich mal wieder getroffen. Ja, das ist halt das Blöde bei der Pistole. Die kann immer nur ein Ziel treffen. Und das ist kacke, Leute. Wenn die nur ein Ziel treffen können. Aber ich glaube, wir haben es erstmal. Ja, haben wir doch wohl noch ein paar Punkte eingesammelt hier. Mal gucken, wie viele. 2,9, ja. Knapp 3000. Das passt schon, liebe Leute. So, was haben wir hier jetzt? Man sieht die aber auch nicht, ne? Man sieht die aber auch nicht. So. Lauf mal zurück, Regina. Komm. Lauf mal in ein anderes Bild. So. So, lauf mal wieder zurück. Ah, Fünfer-Kombo. So, das war ein Konter. Sehr schön. Die Kombo läuft noch. So. Wow! Nein! Oh, Gott sei Dank.
Ich will keinen Schaden von euch kriegen, ihr. Drei Stück schon wieder. Oh Gott. Boah. Das war knapp, Leute. Oh Mann. Drei Stück hier. So. Und schieß. Nein. Warum schießt sie denn auf den? Und die mich schon wieder gekriegt hier. Mann, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht mal so einfach ohne Libelle. Da ist ja die Bälle hergeflogen. So. Hier ist hier noch mehr. Noch mehr hätte ich hier aufs Maul kassieren können. Ja, hier. Da kommen noch mehr raus. Nochmal eine Combo hier. So, da sind noch mehr. Das ist wieder die Libelle. Die fliegt einfach durchs Bild rum. Boah, wie viele kommen denn hier? Das ist ja krass, Leute. Wie viel kommen denn hier? Da sind noch mehr. Boah, der Bereich ohne Schaden, das wäre episch geworden, ey. Da kommen noch mehr raus. So, hier. 11er-Kombo, 12er-Kombo. Richtig gut, da kann man schön viel farmen hier. So. Da kommen noch mehr. Ist das geil. Ja, so kann man ein bisschen den Schaden wieder ausgleichen hier. Dass dadurch, dass wir Schaden gekriegt haben, ja. Ja, schon wieder die Libelle. Oh Mann. Gut, haben wir es jetzt? Wir haben es. Okay, 3400 Punkte. So, perfekt. Alles klar. Wie viel haben wir jetzt? Knapp 5000. Das ist auch noch okay. Passage zur Forschungseinrichtung. Okay. Passage zur Forschungseinrichtung. Ich glaube, hier war irgendwo was. Kann das sein? Ich glaube, hier war was. Wartet mal, Leute. War hier nix? Hier war, glaube ich, irgendwo eine Dino-Datei oder so rum. Nö. Keine Ahnung. Ist hier nix? Ist hier gar nix? Da ist ein Auto. Ah. Forschungseinrichtung. Okay. Ach du Scheiße, was? Was zur... Ach du Scheiße. Das ist der Allosaurus, Leute. Der erste. Oh Mann. Oh Mann. Ja gut, aber den können wir bekämpfen. Das ist kein Problem, Leute. Nicht auf den Kopf schießen, haben die gesagt. So, auf die Seite hier. So, genau. So, Leute. In die Seite schießen. So, und du? Ach du Penner. So, genau, wir müssen einfach in die Seite schießen. So. Schnapp zu. So, und weiter hier. Zuschnappen und in die Seite schießen. Nein! Um Gottes Willen, das ist jetzt, das ist gefährlich. Die Dinger sind echt gefährlich, muss ich sagen. So, nicht auf den Kopf schießen. Okay. Ach du Scheiße, Leute. Gefahr, Gefahr. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh, Gott sei Dank. Objektheilung. Mittleres Medipack. Puh. Ich will den jetzt mit meiner Knarre platt kriegen. Ich weiß, das ist ein bisschen... Naja, toll. Ich weiß, das ist ein bisschen krass, jetzt den mit der Pistole anzugreifen. Aber ich will das schaffen, Leute. Ich will das schaffen. So. Hämostat. So. Ich will das schaffen hier. Oh, schon wieder. Okay, das ist jetzt Mist. Das ist jetzt Mist. So. So. Wartet mal. Ich muss mich mal heilen. Holy shit. Leute. Ah, hier. Volle Heilung stoppt auch Blutung. Ja, das hebe ich mir noch auf. Ich will den jetzt irgendwie platt kriegen. So. 5000 Punkte. Oh Mann. Weniger als die blauen Raptoren. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den platt gekriegt. Sehr schön. Geil. So, und ich blute. Das gefällt mir gar nicht. Da kommen jetzt gleich nämlich irgendwann die Moskitos angekackt. Und das will ich auch vermeiden hier. Und das Leben geht natürlich runter, ne? Ist klar. So, aber hier gibt es erstmal nichts. Das heißt, wir müssen hier rein. Forschungseinrichtung hinten. Okay, hinten also. So, kommen jetzt hier wieder Raptoren? Da habt ihr es gehört, da hört ihr es, Leute. Da seht ihr es auch.
Die Moskitos kommen. So. Verdammte Raptoren. So, da seht ihr, dass die Moskito. Ich hab den Raptor einfach hin und her geschoben hier. Seht ihr die Moskitos? Was? Nichts da, Leute, ihr beißt mich hier nicht. So, bam, 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 bam. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Ja, das ist jetzt blöd. Ich habe keine Muni mehr. Ah. Oh Gott, der lebt noch? Warum lebt denn der noch? So. Sehr schön. Dann macht ihn mit dem Elektroschocker platt. Oh Gott, geh runter. Leute, ich hau mal ab hier. ich weiß nicht, wo ich hin muss hier. Oh Mann, hier rein. Boah. Sogar keinen Schaden mitgenommen. Geil. Sicherheitskontrollraum. Seht ihr das? Hier ist nämlich ein Speicherraum. Sehr schön, Leute. Hier ist ein Speicherraum. Oh mein Gott, eine schwere Jacke hängt hier. Auf ihr liegt eine dicke Staubschicht. Scheinbar braucht man in dieser Welt keine Jacken. Das sehe ich auch so. Wo sind wir hier überhaupt? Forschungseinrichtung. Okay. Da ist Dylan, okay. Wir müssen also oben rein. Aber der Weg hier durch den Dschungel, der ist irgendwie versperrt. Beziehungsweise, ich habe die Tür jetzt nicht geprüft, aber die Tür, die ist zu, weil da ja diese giftigen Pflanzen sind. Ne? Müssen wir uns einen Weg durchbahnen. Okay. Erstmal hier diese Forschungseinrichtung nochmal unter die Lupe nehmen. Die persönlichen Dinge der Wachleute werden hier aufbewahrt. Die Kartons sind durch die Feuchtigkeit der Luft schon ganz weich geworden. Ja, das ist logisch, Leute. So. Dokument. Giftpflanzenverbrennung. Mhm, Leute. Tipp für unser weiteres Vorgehen. Jüngsten Berichten zufolge hat sich in Dschungelbereichen in der Nähe der Einrichtung ein plötzlicher Ausbruch einer giftigen Pflanze namens PP34 ereignet. Das ist es nämlich, Leute. Die giftigen Pflanzen. Die Pflanze mit einem Durchmesser von ca. 80 cm, Scheiße, gibt giftige Sporen ab. Ein Mitglied unseres Teams, das die Sporen eingeatmet hatte, ist bewusstlos und im kritischen Zustand. Okay, an das Team, das die medizinischen Pflanzen sammelt, stellt das Sammeln von Pflanzen vorübergehend ein und schickt ein Team los, um die giftigen Pflanzen zu vernichten. Benutzt Flammenwerfer! Und brennt sie nieder. Dies ist ein Notfall. Denkt beim Bekämpfen der Pflanzen unbedingt an einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Flammenwerfer. Das ist eine meiner Lieblingswaffen in allen Spielen. Flammenwerfer. Genau, Leute. Ja, ja, ist ja gut. Was, was, was? Was? So, hier. Die täglichen Berichte der Sicherheitskräfte liegen überall verteilt. Aus ihnen geht hervor, dass eine Zeit nach dem Eintreffen in dieser Welt keine Dinosaurier gesichtet wurden. Okay. Vor ein paar Jahren entdeckte man dann die ersten kleineren Saurier in der näheren Umgebung. Es scheint, als hätten dann die Experimente abgenommen. Ach, also das war gar nicht von Anfang an hier mit den Dinos? Hätte ich jetzt gedacht. Na ja, gut, Leute. Es ist ein kompakter Server zur Datenkontrolle. Er muss durch die Feuchtigkeit im abgeschlossenen Raum zerstört worden sein. Naja, kompakt ist das nicht. Schaut euch das Riesenteil an. Gut, vor allem waren halt die 90er, ne? Es liegen viele Reparaturgegenstände neben der Werkzeugkiste. Und schaut mal da! Da ist ein Computer. Die Datenkarten der Forschungsteams wurden sorgfältig archiviert. Hier Kameras. Es ist ein Terminal, mit dem alle Überwachungskameras der Gegend kontrolliert werden. Ja, Computer gucke ich mir gleich an. So, dann haben wir nämlich hier noch... Hier liegen lauter Dinge zur Belustigung. Magazine, Spiele und Proteinflaschen. Was ist an der Proteinflasche lustig, Regina? Ah ja, okay. Was ist hier? Auf dem ganzen Tisch liegt eine Staubschicht. Ah, okay. Hier ist also gar nichts. Gar nichts für uns. Wirklich gar nichts?
Was ist denn hier auf der Tafel? Auf dem Whiteboard steht ein Hinweis. Computer für die Datenspeicherung des Experiments treffen in der kommenden Woche aus der Militäreinrichtung ein. Alle Mitglieder des Experimentteams sollten Leutnant Wolf kontaktieren. Ja, okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch kurz shoppen. Und dann mache ich die Folge zu Ende, weil wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Speicher werde ich nicht. Wir haben neue Waffen. Geil, oder? Flammenwerfer. Und wir können uns das Zeug sogar direkt leisten. Schau mal, wie viele Punkte wir haben hier. Feuerwall. Geil, Leute. So, Heilung. Unbedingt hier Hämostate. So, und kleine Medipacks. Und mittlere Medipacks. Genau, dann sind wir nämlich hier wieder schön voll. Money. Oh, nachladen. Definitiv, Leute. Sit. Genau. Schau ich an, wir haben immer noch 30.000 Punkte. Hier, Leute. Flammenwerfer. Geil. Werkzeug haben wir nix. Okay. So, Leute, wir haben einen Flammenwerfer. Den werde ich gleich auch nutzen, weil das ich... beziehungsweise in der nächsten Folge. Achso, ich muss mich noch heilen, ne? Ja. Die werde ich in der nächsten Folge definitiv nutzen. Das ist einfach meine Lieblingswaffe, so Flammenwerfer. Schön ausräuchern. Aber gut, liebe Leute. Das soll es jetzt erstmal hier für diese Folge gewesen sein. Ich rüste schon mal den Flammenwerfer aus. Info. Feuert lange Flammen ab, die auch Pflanzen verbrennen können. Okay, der Schaden ist nicht so groß, aber das Tempo und der Radius. Okay, was ist das für eine andere Waffe da jetzt? Das ist eine Zweitwaffe. Hier, das hier. Flammenfeuerwall. Bildet einen Feuerwall. Frontalattacken werden effektiv abgewendet. Interessantes Teil, ne? Schau mal, wie das aussieht. Macht auch nicht viel Schaden, hat aber einen Radius und ein gutes Tempo. Ja gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen... Oh, ich wollte noch gar nicht raus. Nein! Nein! Verdammt. Okay, jetzt nehmen wir die Cutscene noch mit, Leute. Okay. Ah, da sind die wieder, ne? Was haben die gegen uns? Jetzt mal ehrlich. Mädchen. Sicherheitskontrollraum. Irgendwas haben die gegen uns. Ich weiß auch nicht. Listen, young lady, I don't want to do this to you, but you've left me no other choice. Genau, liebe Leute. Ja, interessant. Wir haben eine Geisel quasi genommen von diesen Helmmenschen. Und genau, hier verbrenne. Hier verbrenne. Nein, Spaß. Und ja, Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir wirklich jetzt beim nächsten Mal. Ich habe ja quasi schon abmoderiert. Und ja, dann erkläre ich euch beim nächsten Mal, was es mit dir auf sich hat. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.